Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Super Mario 3D World. Und wir sind hier bei dem Bergpass-Sprint tatsächlich angekommen. Endlich ist es soweit. Bergpass-Sprint. Los geht es. Ich bin gespannt, was uns hier so erwartet. Das letzte Mal waren wir ja schon sehr erfolgreich. Haben einiges geschafft. Und jetzt spielen wir mit Peach. Oh, das sind F-Zero-Beschleunigungsstreifen. Ich sehe schon, auf was das hier hinausläuft. Und noch ein Katzenanzug. Ja gut, nehmen wir den dann auch nochmal mit, wenn der uns hier schon so geschenkt wird. Räums. Einfach so hier geöffnet. So, Full Speed Ahead. Kann man darauf? Nee, das wäre ja auch zu lustig gewesen. Bestimmt muss man hier irgendwo mal aufhören zu beschleunigen, weil irgendwo ein Bonus versteckt ist. Und das ist ganz gemein zu finden. Ach, das sind solche Bouncy-Blöcke. Solche Trampolinblöcke einfach. Oh nein, falsche Richtung! Das war sehr gefährlich jetzt. Das war in der Tat ein bisschen gefährlich. So, Heppa. Und Heppa. Ach, ich kann die einfach... kann ich die rübermähen einfach? Oh, ich wollte hier nicht runter. Oh, da ist ein Stern. Den muss ich haben. Muss den Stern haben. Der Stern ist wichtig. Sehr schön. Jetzt gehen wir hier nach oben. Also das ist... Ich weiß jetzt, warum die Stage Sprint heißt, weil es hier relativ flott zur Sache geht. Wegen den ganzen Beschleunigungsstreifen. Aber schön, dass ich den Stern nicht verpasst habe. Das ist doch eine coole Sache. Ist hier noch was Nettes drin? Ein Präsent vielleicht? Ein Präsentkorb mit Wein und Schinken oder so? Oder Käsewürfel? Und hier auf die Rutsche! Jawohl! Die Rutsche! Oh, voll die Gegner abgeräumt. Und hier noch mehr. Jawohl, mit dem Bonus leben. Ja. Nehmen wir den Checkpoint. Und ich möchte nochmal gerne in die Bäume hier reingucken. Denn als Hobbygärtner ist es in meinem Interesse, dass es den Bäumen hier gut geht. Und dass da nicht irgendwie parasitäre Sterne diese Bäume plagen. Aber ist alles in Ordnung hier mit denen. Gut, also kein Grund zur Panik. So, hier ordentlich bergauf. Da ist eine Bonus-Stage. Da möchte ich gerne hinein. In die Bonus-Stage. So, ein Minispiel. Wir müssen den Hasen fangen. Mit den Beschleunigungsstreifen eigentlich gar kein Problem, oder? Oh, aber der profitiert auch von den Beschleunigungsstreifen. Das ist ja gemein. Dann ist es vielleicht doch ein Problem. Häschen, komm mal her. Nein! Ich hab's nicht geschafft. Verdammt, da müssen wir hier auf jeden Fall nochmal rein. Alleine schon... wegen dem Bonushasen, der einen Stern hatte. Heppa und Bam und Bounce. Und dann haben wir den Stempel noch nicht, weil wir es verkackt haben. Das ist ja uncool. Komme ich eigentlich zurück oder ist das... Ne, das geht. Das ist vollkommen möglich. So, probieren wir es nochmal aus. Das hat ja irgendwie nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. So, diesmal aber bitteschön. Jawohl, da haben wir den Stern. Erstklassig. Dann weiter auf die Rutsche. Ja, rutschen! Oh, oh. Ach, wird man jetzt zum... Ah nein, da oben ist der Stern, den ich eigentlich wollte. Aber komme ich vielleicht mit dem Katzenanzug auch so da hoch? Vielleicht geht das ja auch. Dass wir das System hier ein bisschen austricksen. Ah, sehr schön. Ja, der zweite Stern fehlt uns leider. Ich weiß ganz genau, wo es den gibt. Wir müssen uns jetzt allerdings darauf konzentrieren, auch die Flagge hier noch ganz oben zu erreichen. Denn das zählt auch zu 100%. Mal schauen, ob uns das gelingt. Heppa! Und mit dem Katzenanzug sowieso, also gar kein Problem dahingehend. Ziel auf jeden Fall schon mal erreicht. Und auch die Flagge ganz oben. Sehr cool. Und ich glaube, es ist auch kein großes Problem, hier den Hasen zu fangen, wenn man weiß, was auf einen zukommt hier. Deswegen probieren wir das gleich nochmal aus. Diese Stage hier zu zocken, war ja gar nicht so sehr schwer. Und wir haben den Häschen-Sticker. Sehr schön. Häschen. Was bringt uns diese Stage eigentlich? Eigentlich müssten wir die ja gar nicht machen. Die hat überhaupt keine Verbindung zum Rest der Welt. Die war einfach nur so, damit man einfach Spaß hat. Weil hier geht's nicht... Was? Was zum... Ein Bonuspilz. Naja, ein Bonuspilz. Jeder nimmt gerne Bonusleben mit. Und ein paar Münzen. Ja, komm, scheiß auf die Münzen. Gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Wir müssen doch hier noch den Bonus Stern bekommen. Sterne sind besser als Münzen. Und ich weiß genau, wo es ihn gibt und was ich tun muss. Muss es nur noch hier richtig ausführen können. Mal schauen, ob das gelingt. Das ist nämlich die größte Herausforderung. So, und dann rasen wir mal mit Affenzahn volle Kanne dahin. Hätte ich den Speedpad hier mitgenommen, dann wäre es noch besser gewesen. Autsch. Wo ging es hier nochmal lang? Das... Oh! Oh! Oh mein Gott. Das war gar nicht gefährlich. Wow. Wo kommt denn das Bonusspiel eigentlich? Bin ich schon vorbei jetzt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt erst noch. So, Princess Peach on Tour. Auf der lustigen Familienrutsche. Hier ist die Mitte wieder. Habe ich das Bonus-Game jetzt verpasst? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nicht. Ah, nee, hier war das. Hier war das. Die einmalige Chance auf das Bonus-Game. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Das wäre doch wunderbar. So, stirb, du Scheißhase. Keine Scheißhase, Alter. Ich hab keinen Bock auf dich, ey. Aber das wird doch wieder nichts, oder? Oder? Oh. Nein! Das hat nicht gezählt. Oh mein Gott. Na, dann müssen wir uns umbringen. Dann müssen wir uns umbringen. Ich habe ihn noch... Also der Stern war schon verfügbar, aber die Zeit ist noch danach abgelaufen. Oh, das war ja ärgerlich. Naja, wir benutzen dafür jetzt aber nicht unseren Katzenanzug. Den möchte ich nämlich lieber behalten. Selbst wenn wir noch sterben, kann man den ja immerhin weiter noch verwenden. Der ist ja recycelbar. So, scheiß Hase, ey. Von dir habe ich jetzt genug, du scheiß Bastard, Alter. Komm her, du Sack, ey. Da haben wir ihn. Jetzt nur noch den Stern einsammeln. Oh, das gar nicht mal so leicht ist. Das kann... Alter, willst du mich verarschen? Oh, gerade noch so. Wow. Also wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte, ey. Das wäre ja echt peinlich gewesen. So, dann düsen wir hier mal ab. Wie Daniel Düsentrieb. Räumen noch hier ordentlich die Gegner weg. Lande ich jetzt genau in Piranhas? Nee, das wäre ja sehr gemein gewesen. So, die Stage hier ist vollkommen abgeschlossen. Eigentlich ist es unmöglich, jetzt noch zu sterben. Und immer wenn ich sowas sage, finde ich noch die einfallsreichsten Sterbemöglichkeiten. Aber diesmal hoffentlich nicht. Hier ist nämlich das Ziel. Wunderbar. Nochmal schön unter das Kleid geguckt. Und dann können wir weiter zocken. Juhu! Level beendet. Erstklassig. So, das hat doch Spaß gemacht. Eine wunderbare Stage. Und dann möchte ich mal gucken. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich erstmal noch ein paar Geheimnisse suchen will, die uns noch bisher durch die Lappen gegangen sind. Bevor wir weitermachen irgendwie mit anderen Stages. Vor allem, weil wir auch einen Katzenanzug haben. Und ich glaube, in der zweiten Welt gab es sogar auch noch was, wo wir den Katzenanzug für benötigten. Dafür gucke ich aber erstmal nochmal auf die Karte, um zu verifizieren, dass das überhaupt so stimmt. Ups, ich wollte eigentlich gucken, ob ich hier alles habe. Hier muss ich dafür raufgehen. Da fehlt uns nämlich noch ein Stempel in der zweiten Welt. Und in dem, beim Boss fehlt uns noch die Flagge. Dann würde ich doch mal glatt sagen, wir machen eben flott den Boss nochmal hier. Sollte ja eigentlich gar kein Problem sein. Und mit dem Katzenanzug sollte es dann voll easy sein, dort auch die Flagge zu bekommen. Das wäre nämlich erstklassig. So, mit welchem Charakter spielen wir denn hier? Bowsers Kugelwilli-Kolonne mit Toad. Ich muss sagen, ich mag Toad am wenigsten von dem, was ich bisher gesehen habe, von diesen Charakteren. Weil er nicht so geil springen kann, muss ich sagen. Er ist nicht so der Jumperino. Der Jump... Was war das denn, Toad? Das war echt erbärmlich, aber hoffentlich bekommen wir hier direkt ein tolles Power-Up. Ein Pilz, jawohl, Baby. Jeder mag Pilze. Diese Stage. Sehr symmetrisch. Nee, nicht symmetrisch, sondern isometrisch, wollte ich sagen. Isometrie! Das ist was sehr Tolles. Sieht auf jeden Fall so halbwegs isometrisch aus. Hier ist doch bestimmt noch ein richtig cooles Power-Up jetzt. Wo wir den Pilz haben, kommt hier aber bestimmt was richtig Cooles raus, oder? Ach, diese Box ist da. Ja, die kann mir gestohlen bleiben. Dann sammeln wir mal lieber die roten Münzen hier ein. Das sollte ja klappen, oder? Autsch. Oh, fast hätte ich mich sterben lassen an den Kugelwillis hier, die auf uns zuschießen. So. Feuerball Toad ist im Einsatz. Wir räumen hier alle Gegner weg. Aua. Und lassen uns selber treffen, was ein bisschen blöd war. Aber egal. Egal. Das hat keiner gesehen. Das liegt nur daran, weil ich so weit vorgelaufen bin und deswegen nicht mehr die Projektile der Gegner gesehen habe. Also ich bin nicht schuld an diesem Versagen. Wir haben ja auch noch den Katzenanzug, den möchte ich mir aber ganz bis zum Ende aufsparen, bis zur Flagge, damit ich die einfach auf jeden Fall bekommen kann, ohne auch nur die geringste Gefahr. Die Kugelwillis explodieren auch automatisch nach der Zeit, wie es ausschaut. Naja, soll mir egal sein, die sind sowieso keine Gefahr für mich. Ist hier was Cooles drin? Hier war der Stempel auch irgendwo in der Nähe, ne? Ja, aber den habe ich ja schon. Das ist mir jetzt vollkommen Wurst. Richtig schöne Wurst jetzt. Hepsa. Mit diesen russischen Mützen oder was sie da auf dem Kopf haben. So, dann hier ab zum Boss, würde ich mal vorschlagen. Der wartet nämlich hier schon auf uns. Was musste man nochmal machen? Ach, gegen Boom Boom wurde gekämpft. Ich erinnere mich. In der Kampfsport-Arena. So sieht es ungefähr aus. Probieren wir mal, ob wir den besiegen können. Hoffentlich ohne unser Katzenanzug verwenden zu müssen, weil das wäre echt blöd, wenn ich das... jetzt noch verlieren würde. Weil damit mache ich mir das natürlich unnötig schwer, hier noch die Flagge zu bekommen. Und das ist ja der einzige Grund, wieso ich überhaupt hier drin bin. So, bam, ordentlich auf die Rübe. Der hat gar keine... Oh, der ist ja unsichtbar. Was ist das denn? Wieso kann... Was ist das denn? Wieso kann er unsichtbar sein? Ist das etwa ein Ninja-Turtle? Weil nur die Ninja-Turtles sind unsichtbar, weil Ninjas und so. Oh, das war knapp. Der ist echt unsichtbar. Was ist das denn? Das ist ja hier. Aua. Naja, egal, hat gereicht. Er ist tot. Und ich habe den Katzenanzug noch in petto. Also gar kein Grund zur Panik. Wir können uns sofort gleich wieder zum Katzentoad machen. Und damit ohne Probleme die Spitze der Flagge erklimmen. Wunderbar. Das finde ich sehr cool. Noch ein bisschen Bonuszeit mitnehmen. Und dann erklimmen wir hier die Flagge, die wir ewig schon mal haben wollten. Das sollte jetzt ja überhaupt kein Problem mehr sein, oder? Ne, überhaupt kein Problem. Erstklassig. Damit haben wir diese Stage zu 100% abgeschlossen. Sehr schön. Oh, diese Fanfare. Und auch hier Pixie-Freundin ist auch sehr froh, dass wir sie nochmal besucht haben. An ihrer Stelle hätte ich mich jetzt hier schon verpisst und ins Pixie-Königreich wieder zurückgeflogen. Aber nee, sie will noch lieber hier bleiben bei dem Ort, wo sie gefangen wurde, wo sie einfach eingesperrt wurde für die Hälfte, fürs Hälfte ihres Lebens, und jetzt will sie trotzdem noch hier bleiben, ne? Naja, so, ein Blick auf die Karte. Ich glaube, in 2.2 fehlt uns auch noch was. In 2.2 fehlt uns der Stempel. Mal schauen, ob wir den finden können. Das wäre doch echt Sahne, oder? 2.2 ist hier. Ne, das ist 2.3. Ach, das war die Pustewelt. Die Pustewelt. Ja, dann müssen wir das Gamepad wieder wechseln. Inzwischen wissen wir ja, wie das geht. So. Gamepad wechseln, bitteschön, jawohl. So. Zack. Und schon sind wir am Tablet-Controller. Wunderbar. Und es ist gerade ganz schön dunkel hier. Also, ich bin am Überlegen, ob ich Licht anmache bei mir. Aber das kriegen wir jetzt noch hin. Das schaffen wir auch ohne Licht, den Stempel hier zu bekommen. Mal gucken, was man hier so machen muss. Das ist die Pustewelt, wo ich damals ja zusammen mit Peach und Luigi gespielt habe, was ziemlich blöd war. Und auch die Untouch-Welt hier. Wo ist denn der Stempel eigentlich? Ist er hier direkt unten? Das wäre gemein. Das wäre gemein. Nee, ist nicht direkt hier unten. Na gut, dann einfach mal hier durch das Level stolzieren und gucken, wo wir hier den Stempel finden könnten. Hier ist nur Geld. Geld ist zwar schön, aber nicht das, was mir jetzt gerade viel bringt. Hier ist auch nichts weiter. Moment mal, ist da nicht was Unsichtbares? Aha, was bist du denn für ein Sack? Aber ich glaube, du gibst nur Münzen. Du Spinner, gibst nur Münzen, Tatsache. Habe ich doch direkt den Unsichtbaren gefunden. Der Unsichtbare. Hm. Öffne das hier mal bitte. Öffne das. Da geht's nach unten rein. Aha, aha. So haben wir es also gefunden. Erstklassig. Ja, das lief doch besser, als ich dachte. Da haben wir den Stempel schon. Müssen wir nur noch die Stage jetzt beenden. Aber das sollte eigentlich gar kein Problem sein. So, ab dafür. Am besten ohne den Katzenanzug zu verschwenden. Das wäre echt geil. Aber wird wahrscheinlich auch so gehen. So, Hepper und jetzt direkt hier hin. Einfach eine Abkürzung. So. Zur Not nehmen wir noch den Mittelpunkt hier mit. Wer weiß, vielleicht stirbt man ja. Und einfach mal hier wieder ab durch die Gegend pusten. Ich weiß immer noch nicht, wo der Sensor ist. Wahrscheinlich beim Mic. Neben dem Home-Button ist so ein Mic-Knopf. Und ich glaube, da ist der Sensor für die Puste-Action. Kann ich da auch irgendwas anderes reinsprechen oder so? Hallo. Ah, sogar das funktioniert. Sehr cool. Das ist tatsächlich das Mikrofon. Also scheißegal, ob man pustet oder nicht. Aber Pusten ist natürlich das, was dem Let's Play Commentary am wenigsten stört. So, dann wollen wir die Stage noch hier beenden. Was sind das eigentlich für Wände hier? Das sieht aus, als ob das so aus Stoff ist, so Kissen. Hallo? So. Dann, ab dafür. Das sollte jetzt doch gar kein Problem sein, diese Stage hier zu beenden. Bitte, ohne sich hier treffen zu lassen. Alter, halt's Maul jetzt. Halt's Maul, Mann. So. Sehr schön, das läuft doch hier erstklassig, würde ich sagen. Ah, nein. Oh, shit. Oh, shit. Das war nicht so gut. Das war nicht ganz optimal. Aber egal, wir haben den Mittelpunkt und der Stempel ist damit gesaved. Der Stempel ist gesaved, Leute. Wir haben keinen Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik ist angebracht. Wir müssen nur noch die Stage beenden. Es kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen hier. So, einfach ab dafür. So, und durch die Stage hier navigieren. Ich finde das echt cool mit dem Pusten hier. Das ist echt eine super Sache. Außer, dass man da ziemlich außer Puste kommt manchmal. Ah, what? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich so... Kann man hier nicht so einen Backflip machen? Den Standard-Backflip, um höher zu kommen? Doch, kann man. Kann man. Jetzt habe ich leider meinen Katzenanzug irgendwie auf dumme Art und Weise verschwendet. Das nicht ganz so gut war. Aber egal. Egal. Das ist egal. So. Komm. So, diesmal bitte richtig, ohne auf die Nase zu fallen. Und sehr schön, da ist schon das Ende der Stage erreicht. Erstklassig, damit haben wir die zweite Welt auch zu 100% abgeschlossen. Ebenso wie bereits die erste Welt. Sehr schön. Das freut mich, da müssen wir hier nie wieder rein. Auch wenn... Es klingt jetzt so, als ob ich die Welt nicht mag oder so, aber ich fand sie echt cool. Jede Welt hier in diesem Game ist echt cool, verdammt nochmal. So, das wird erstmal gespeichert. Und dann können wir den Controller wieder wechseln. Den Controller bitte wechseln. Ups. Ja, möchte ich. Möchte ihn wechseln. So. Wii U Pro Controller kommt wieder an den Start. Der ist nämlich so viel leichter als das fucking Gamepad. So. Das ist doch schön. Da haben wir jetzt wunderbarerweise die erste Welt und auch die zweite Welt hier komplett abgeschlossen. Wie geil ist das denn bitte? In der dritten Welt fehlt uns allerdings noch einiges. Da haben wir ziemlich viel durch die Lappen gehen lassen. Das finde ich nicht so gut. Da muss ich mal gucken. Welt 3.3 fehlt uns zum Beispiel noch ein Stern und eine Flagge. Das kann doch eigentlich nicht so durchgehen, oder? Moment, wir können es teleportieren, dann sparen wir ein bisschen Zeit. Welt 3.3. Ach nein, das war das hier? Oh nein, das Geisterhaus. Ich habe keine Ahnung, wo da das Ding sein soll. Haben wir eine andere Option, wo uns doch vielleicht noch was fehlt? Hier haben wir alles, hier haben wir alles. Haben wir hier alles? Da fehlt uns auch noch ein Stern. Ein Sternchen. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir erst das hier. Allerdings erst das nächste Mal. Wenn wir Super Mario 3D World zocken, dann geht's hier zurück in die Lagune. Und wir schauen, ob wir dort den letzten Stern auch noch sammeln können, denn das wäre echt genial. Und dann gucken wir mal weiter, ob wir ins Geisterhaus gehen oder ob wir weiter im Spiel machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, denn dieses Spiel ist wirklich geil. Ups, das wollte ich... Verdammt, ich wollte hier nur auf die Mütze springen. Oh, ich wollte jetzt nicht nochmal gegen ihn kämpfen. Na gut, dann kann ich das nicht hier beenden. Einfach zurück zur Karte. Ja, verlassen bitte. So, also jetzt bis zum nächsten Mal und ciao!